Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem der letzten Parts von The Legend of Zelda. Wir betreten Ganon's Castle. Ich hab's mir schon richtig gemütlich gemacht. Licht aus und nur Kerzen an, ja, um die Stimmung optimal für mich zu machen. Und es geht los. Level 9. Mit anderer Musik. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Nur ich hab Angst. Der einzige Dungeon mit anderer Hintergrundmusik. Da, da, da. Gut. Hier wäre nämlich jetzt ein alter Mann gewesen, der uns gesagt hätte, dass wir nicht hier lang weiter können, bevor wir nicht alle Triforce-Teile haben. Weil ihr habt ja schon gesehen, dass Ganon's Castle nicht wirklich schwer versteckt war und das hätte irgendwie jeder finden können. So, aber okay. Dum, dum, da, dum. Guckt euch die Gegner an, die sind doch einfach fies. So, vor allem die Dinger hier, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, oh Mann, die soll nicht mein Schild fressen. Das wäre gemein und fies und hinterlistig und einfach nicht sehr nett. Oh, ein Schlüssel. Dankeschön für den Schlüssel. Den brauche ich eigentlich gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Scheiße, Magier. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Ihr seid scheiße. Vor allem so viele. Okay, sind weniger. Boah, abgeprallt. So. Aua. So, naja, das war ja richtig schlecht. Oh, verdammt, ey, meine Energie. Okay, nicht verzagen. Tschüss. Oh, Mann, ey, Raubschleime. Nee, oder? So. Oh, ich hab Angst. Warum sind die ja nicht alle? Wow, 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 bestimmt nicht. Und dein Grund, dass ich alle besiegen muss? Ich glaube nicht. Trotzdem tu ich's, weil ich's kann. Ah, mein Schwert ist down. Oh, oh. Oh, Mann, nein, Mann, hau ab, Link. Renn! Oh. Warum mache ich das eigentlich? Im Ernst, was soll das? Ja, weich noch schön aus, du scheiß Raubschleim. Mann, das Spiel ist echt verdammt schwer und knifflig. Oh, verdammt, Alter! Und alles umsonst. Ich probiere einfach mal eine Bombe zu legen. Dum, dum, dum. Tatsächlich, finally. Was zum Teufel? Okay, okay, okay. Okay, ist okay. Mein Magic. Wow. Wow, wow. Feuer. Die Geheimwaffe. Yeah. Und tschüss. Puh. Noch 3 Herzen. Aber ich glaube, das war sogar hier so ein zentraler Raum, wo man von jeder Seite kommen konnte. Ah, ja, ja, ja. Man konnte, glaube ich, von jeder Seite kommen. Tatsächlich. Okay. Und ich will irgendwie noch die anderen Räume sehen, was da war. Dum, dum, dum. Jetzt erstmal. Oh, Mann, hier sind überall diese scheiß Magiegeister. Die sind scheiße. Ob die wissen, dass die scheiße sind? Ich glaube ja nicht. Aua. Oh, mein Gott, ey. Noch mehr Magiegeister. Oh, Alter, wo kommt ihr alle her? Ihr seid alle, ihr seid doch krank, Mann. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Wow, schnell weg hier. Wow, wow. Ich hab Angst, dass ich irgendwie den Kompass oder so verpasse. Okay, da oben ist noch ein Raum, ein linker Raum noch. Bevor ich... Oh, das ist so scheiße. Oh mein Gott, oh okay. Nee, ich hol's ab. Ich nehme jetzt die Leiter. Die, warum Leiter? Treppe. Oh, das ist echt verdammt schwer, ey. Der Tipp ist immer richtig übel. Weil guckt euch die ganzen Gegner an, das ist voll fies. Und natürlich alle auf einmal. Die haben alle keine Benimse und müssen alle auf einmal zustürmen. Keiner nach dem anderen. Ja, was macht ihr jetzt hier, scheiß Fledermäuse? Ja, das kommt so, ich sterb durch euch, wa? Das wär's ja. So, ihr seht also hier, die Karte haben wir jetzt so weit abgegrast. Das ist ein Gebiet. Weiter geht's nicht. Wir müssen jetzt zwangsweise die Treppe benutzen und kommen jetzt irgendwo anders wieder raus. Okay. Okay, ihr klaut mir nicht mein Schild. Ist das klar? Oh, der hat sich gerade geteilt! Der da oben hat sich geteilt! Oder es waren halt von Anfang an zwei ineinander. Gib mir Herzen nochmal, gib mir nochmal Herzen. Ey, Herzen wären echt jetzt mal nett. Autsch. Oh, ich Trottel. Die! Raubschleim! Wirklich lang. Wie kann die so komisch aus?
Ich habe meine magischen Schlüssel. Hallo? Kurz hier reinschnuppern. Dunkel. Och, Mensch, ey. Ey, das ist voll fies hier mit diesen scheiß Wichsern. Ich meine, mit diesen fiesen Geistern. Was haben wir hier jetzt? Oh, was ist das denn? Wow, wow, wow. Was für eine Lightshow hier. Wow, wow, wow. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich renne hier einfach nur durch und habe Angst. Toll, wa? Oh, kleine Schleimis. Habt ihr Energie für mich, bitte? Energie. Ich brauche Energie. Ich will nicht meine Flaschen benutzen. Toll, Geld. Was soll ich denn mit Geld? Wo bin ich hier, ey? Okay, das Spiel schlaucht mich schon wieder. Und es ist so knapp, immer wieder. Habt ihr Geld für mich? Ach, nicht Geld. Ich meine Dings. Ach genau, das war die Taktik. Ich will gar keine Herzen. Nee, nee, ich brauche keine Herzen. Wer will schon Herzen haben? Ich brauche keine. Ach, verdammt, sie fallen nicht mehr drauf ein. So, war hier noch irgendwie was mit Bomben oder so? Kann ich hier irgendwo lang? Ich kann hier irgendwo lang. Let's go. Dum, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, mein Gott. Mann, ich bin so scheiße geschwächt schon. Oh, mein Gott. Ching, ching. Ach, Mann, ey, das ist echt mies. Ich glaube, ich muss es tun. Aber ich will es noch nicht hier machen. Hä? Ah. Wow. Ach, zurück ziehen wir diese komischen Krissel, Bissel, Schneedinger nicht so viel ab. Oh. Ah. Oh. Oh, mein Gott. Des Willen. Ich hab so eine Angst, ey. Oh, um Gottes Willen. Und schon ist der erste Trank weg. Er ist einfach weg. Geht's hier noch irgendwo lang? Es ist so dunkel hier. Toll, was ist das denn hier für ein Raum? Okay, ich weiß ja, wie der Tempel aussieht, von der Struktur her. Das konnte ich mir ja merken. Och, man leckt mir doch am Arsch hier. Nee, hier will ich nicht, hier habe ich nichts zu suchen. Selbst wenn ich nur einen Schlüssel dafür kriegen würde, aber... Ja, gut. Schön hier. Jetzt sterbt ihr, ihr Säcke. Gebt mir gefälligst Herzen. Gebt mir Energie. Keine Energie. Ihr seid doch alle Schweine. Ihr seid doch einfach nur Schweine. So, ich gehe jetzt mal zu dem lustigen Kreiselvieh, was wir da gesehen haben. Okay. Kann ich hier vielleicht eine Bombe legen? Und ganz schnell abhauen? Ja, ich kann abhauen. Ja, Energie. Ching, ching. 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 Na toll, der letzte gibt mir eine Uhr. Hier sind überall Bombengänge, das ist so fies, ey. Oh, was zum Teufel. Oh mein Gott. Hä? Das ist aber ein anderes Vieh. Gibt es hier zwei von den Dingern? Das Vieh war voll dumm zu besiegen. Da muss man erstmal seine Schutzdinger hier abballern und... Oh mein Gott, dann kann man das Vieh erst angreifen. Wow. Ja, stirb hier. Kann ich auch noch Bombe liegen? Nee, toll. Na, komm her. Na? Na, ich kann das mittlere Vieh nicht angreifen, jetzt aber. Tschüss, tschüss. Oh, die Karte! Guckt euch diesen Dungeon an! Boah, scheiße. Es ist ein Mega-Dungeon. Man sagt, er ist so halb so groß wie die Oberweltkarte. Oh mein Gott, es ist ein Totenkopf-Dungeon. Okay, und ich weiß hier einen Geheimgang, wo wir den ersten von zwei Gegenständen finden werden. Wir müssen wir hier hoch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir müssen nochmal eins hoch. Da ist zwar kein Raum auf der Karte, aber im Geheimen schon. So, hier geht's runter zum Secret. Oh, Alter. Ihr scheiß Geister, ey. Na toll, die Viecher, dass ich mein Schwert nicht benutzen kann. Habt euch ja lustig ausgedacht hier. So, die. Die. Und kommt der letzte hier auch noch. So. Und schnell. Der Gegenstand, den wir jetzt bekommen, der wird uns sowas von nützen. Und es ist der rote Ring. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Rüstung. Die alte ist zu schwach. Obwohl sie schicker aussieht als die, die wir jetzt bekommen. Aber das ist Geschmackssache. Yeah! Der rote Ring. Es hat Link nicht nur eine rote Rüstung an, jetzt auch feuerrote Augen. Augen des Todes. Guckt ihn euch an. Wie lange könnt ihr diesen Blick standhalten? Schattenlink. In roter Klamotte. So, ich hoffe, jetzt halten wir wenigstens mal ein bisschen mehr von diesen verdammten Magier-Geistern da aus. Weil die sind ja richtig zum Kotzen. Na, ich will ja gar nicht lange kämpfen, ich hau ab. Tschüss. Eigentlich will ich echt bloß die Karte, habe ich, und den Kompass. Und der Kompass, weiß ich auch noch, der war im Auge des Schädels drin, im rechten Auge des Schädels.
So, vielleicht komme ich sogar jetzt schon dahin. Vielleicht hier schon links? War das so? Na toll. Mann! So? Bam. Nee. Gut, wo kann ich überall lang? Da gibt's noch Räume. Okay, dann mal los. Ganz, ganz famos. So, tschüss. Und tschüss. Okay. Oh Mann, ey. Und hier kann man sich auch so verlaufen, wenn man den Tempel nicht kennt. Das ist echt gut, wenn man sich... Also früher, heutzutage hat man ja Internet und so, da war es echt gut, wenn man sich früher eine eigene Karte oder sowas gemalt hätte. Wo man sich alles aufgemalt hätte und aufgezeichnet hätte. Was zum Teufel? Nein! 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 Mein Schild ist weg! Scheiße! Nein! Sie haben mir mein Magieschild aufgefressen. Och Mann! Der war 90 Rubine teuer! Und der sah so schick aus und so groß. Ach... Das ist wieder ein leichtes Ziel für diese verdammten Magiegeister oder für das Ding da. Autsch. So, ich glaube, weil ich gerade die Konstruktion des Raumes vor ihm gesehen habe, mit diesem Gang in der Mitte, ging es hier, glaube ich, genau. Ging es hier lang, dank Bombe. Und dann hier runter, das kenne ich noch aus Link's Awakening, da gab es auch so einen Raum. Dum, 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 dum. Und hier sind wir jetzt im Auge und ich habe gar nicht gewusst, dass man die Typen noch besiegen muss, bevor man den Kompass bekommt. So, der Kompass wird uns alles verraten, nicht wo ein Triforce-Teil ist, nein, sondern wo wir Prinzessin Zelda finden. Zack! Oh mein Gott, sie ist genau im anderen Auge. Gut. An sich, okay, müssen wir bloß noch hinkommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, man soll ja nicht fluchen, nicht wahr? Nicht so oft jedenfalls. Dum, dum, dum. Aber es tut so gut, den Frust einfach abzulassen. Nee, Moment, von hier komme ich. Von hier komme ich, aber es geht noch nach unten. Blöde Raubschleims. Naja, vor dem muss ich jetzt wirklich nicht mehr ganz so viel Angst haben. Sie haben eh schon, was sie wollten. Meinen Schild. Das ist doch scheiße. Guck mal, unser Pfeil und Bogen, der jetzt auch rot ist. Und alles, was vorher weiß war, ist jetzt auch rot. Auch die Stränge vom Floß und all sowas. Und hey, cool. So. Ey, irgendwie geil, dass ich jetzt so viel Bomben tragen kann. Das ist voll cool. Hallo? Ey, tatsächlich, hier ist auch ein Geheimgang. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Was zum Teufel? Na, drei Schlüssel. Drei Schlüsseltüren, ey. Ihr seid doch bekloppt. Zelda, wir sind jetzt genau über dir. Zelda! Wow! Schnell, Zelda, wir kommen zu dir. Ja, Geheimgang. Nee, leider nicht. Warte, wo bin ich hier? Schon wieder so ein Vieh. Naja, eigentlich bin ich ja übel stark, ey. Tschüss. Jawohl. So, down. Ob ich hier echt jeden Raum erkunden werde und es auch schaffe, jeden Raum hier zu erkunden? Das ist echt übel, Mann. Übel. Mann, nur so zwei Augen. Warum ist denn hier alles dunkel, Mann? Ganon ist voll der fiese Arsch. Er ist einfach nur böse. Er liebt die Dunkelheit. Er entspricht jedem Klischee. Außer vielleicht mit seiner Erscheinung nicht. Denn er ist eine Wildsau. Geht's hier oben vielleicht lang? Nö. Vielleicht geht's hier rechts lang? Geht's hier lang? Hier geht's auch nicht lang. Das ist einfach nur ein ganz normaler Raum und ja. Vom Schädelkonstrukt fehlt uns irgendwie noch eine obere Reihe an Räumen. Naja. Wir werden das schon irgendwie rausfinden. Gehen wir einfach weiter. Einfach weitergehen. Ein bisschen Energie für mich? Ja, tatsächlich. Aua, oh Mann! Diese Random-Dinger. Ah. Ja, jetzt ist er nicht mehr so random, wa? Jetzt seid ihr gearscht. So, ich überlege, wann ich den Part beende. Ob es hier überhaupt irgendwie einen sicheren Raum gibt, um den Part zu beenden. Noch ein schwarzer Raum. Eyes of Skull has a secret. Das haben wir schon rausgefunden. Einmal der Kompass und einmal, wo Zelda sich versteckt, du Idiot. Aua. Verdammt. So, geht's hier lang? Nö. Bitte hier lang. Okay. Und hier sieht's aus, ey. Es sieht hier aus. Die. Und die. Und die. Habt ihr irgendwas für mich? Und ein Secret-Gegenstand? Ich habe bestimmt schon ganz viele Schlüssel und sowas verpasst. Aber ist mir egal. Ich habe den Megaschlüssel. Hallo? So, warum geht die Tür nicht auf? Warum geht die Tür nicht auf? Was soll ich denn hier machen? Nichts zum Verschieben, gar nichts? Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich lasse die Dinger hier so rumwuseln und beende den Part für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.